Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Devolfin unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden können unter Quests und dann Devolfin. Und dort haben wir das Achievement Niemals genug. Für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen: Tötet mit Alissa Bogenloh an eurer Seite Kubis im lauernden Sturz, im Heilsturz. Und ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Das könnt ihr in zwei Wegen machen. Weg Nummer 1 ist über eine World Quest. Und zwar heißt die World Quest Wasserreinigung. Und dort müssen wir einfach Kubis töten und die werte Dame läuft dann neben mir rum. Die zweite Option ist, es gibt eine Sidequest hier im Waisenhaus in Merida. Und da kriegt man die Alissa ursprünglich und muss da quasi auch für die normale Quest mit ihr rumlaufen. Ihr könnt das auch ein bisschen tricksen. Für die World Quest müsst ihr nämlich 15 Mal das machen. Für die Quest ist es, glaube ich, auch 15 Mal. Ihr könnt einfach einen Schlachtzug mit irgendeinem Freund aufmachen und dann dementsprechend die Mobs umhauen, die zählen hoch. Und dann könnt ihr das in einer World Quest machen oder auch, wenn ihr das über die Quest machen wollt, könnt ihr das auch in einer Quest machen. Also wir können uns das mal angucken. Wenn wir in den Schlachtzug sind, kriegen wir keinen Fortschritt. Jetzt habe ich hier hier den Counter, der geht mir quasi hoch auf 46 und hier habe ich immer noch nur 8 Kubis getötet. Also das geht bei den meisten World Quests, wenn ihr quasi was für ein Achievement einmal quasi abschließen wollt. Wie gesagt, wenn die World Quest bei euch gerade nicht aktiv ist, wenn dann warten, bis sie aktiv wird. Oder, wie gesagt, die Sidequest hier in Merida annehmen. Die ist einmal im Waisenhaus. Das müsste ungefähr hier sein. Falls ihr das mit eurem Main schon gemacht habt, diese ganzen Achievements sind mittlerweile gebunden. Und dementsprechend müsstet ihr das auch mit einem Twink einfach machen können. Dann müsst ihr nicht auf die World Quest warten. Also das wäre dann die zweite Option. Gut, dann sind wir damit tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich zeige euch nochmal kurz die Koordinaten. Und zwar sind es 51,50. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.